Eure Beziehung ging in die Brüche und du fragst dich, ist es jetzt das schon alles gewesen? In dem Video hier erfährst du, wie du rausfinden kannst, ob dein oder deine Ex mit der vergangenen Beziehung wirklich schon abgeschlossen hat. Ich bin Coach Lena von Szenario 2 und gemeinsam mit Dr. Stefan Kraft unterstütze ich Menschen dabei, wieder mit dem oder mit der Ex zusammenzukommen. Wenn du also mehr dazu erfahren möchtest, dann abonniere diesen Kanal und drück gleich daneben auf die Glocke, dann bleibst du immer up to date, wenn wir neue Strategien und Techniken hochladen. Stefan und ich bekommen täglich so viele Kommentare und E-Mails und wir sind auch täglich mit vielen Klienten und Klientinnen in Kontakt. Und da merken wir bei Szenario 2, dass viele Menschen den Ex zwar zurück wollen, aber Angst davor haben, dass der Ex natürlich schon abgeschlossen hat. Und vielleicht findest du dich ja da auch ein bisschen wieder. Tu mal einfach mal so, als hätte der Ex mit der Beziehung tatsächlich abgeschlossen. Was wird das für dich dann bedeuten? Es bedeutet ganz einfach, dass dein oder deine Ex mit der vergangenen Beziehung tatsächlich abgeschlossen hat. Und das ist ja auch eigentlich gut. Und bevor du jetzt aber wutentbrannt die YouTube-App beendest oder wegklickst, bleib ganz noch kurz da. Denn warum kann es denn eigentlich gut sein, wenn ich jetzt sage, dass der Ex wirklich mit der vergangenen Beziehung abgeschlossen hat? Naja, ganz einfach, weil eure vergangene Beziehung gescheitert ist. Möchtest du wirklich wieder in die gleiche Beziehung kommen? Nein, wahrscheinlich eben nicht, weil die würde dann wieder aus denselben Gründen scheitern. Und stattdessen, und das ist auch unser Ansatz bei Szenario 2, sollte eure zweite Beziehung harmonischer und glücklicher werden als diese alte Beziehung. Wenn dein oder deine Ex tatsächlich schon abgeschlossen hätte, dann heißt das nicht automatisch, dass dein oder deine Ex auch für alle weiteren Beziehungen mit dir schon abgeschlossen hat. Das ist ein großer Irrtum und vielleicht bist du diesem ja auch auferlegen. Viele Menschen, die den Ex oder die Ex zurück wollen, die glauben, mein Ex hat abgeschlossen und jetzt ist alles aus. Nein, weil wenn dein oder deine Ex mit der vergangenen Beziehung abgeschlossen hat, dann kann das einen Startschuss für einen Neuanfang bedeuten. Wenn du die genaue Vorgehensweise erfahren möchtest, wie du deinen oder deine Ex zurückgewinnen kannst, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Der Link, der taucht da gerade oben beim i auf. Klick da einfach mal drauf und dann kriegst du von Stefan einen Überblick, der alle notwendigen Schritte erklärt, wie du deinen oder deine Ex wieder in dein Leben ziehen kannst. Ganz oft passiert auch Folgendes. Der oder die Ex stürzt sich nach der Trennung gleich in eine neue Beziehung. Man tut sich einfach viel leichter, wegen dem anderen eine bestehende Beziehung zu verlassen, in der man sich nicht mehr so ganz wohl fühlt. Dieser andere ist dann ein guter Ausweg aus der Beziehung, weil man muss dann den wahren Grund gar nicht so wirklich suchen. Versteh mich da bitte nicht falsch. So wie die Beziehung gewesen ist, war es für deinen Ex leichter zu gehen, als zu bleiben. Das heißt aber nicht, dass dein oder deine Ex abgeschlossen hat, sondern einfach, dass der Ex es sich ein bisschen leicht machen will. Einfach weil wahrscheinlich noch ganz viel da ist, auch an Gefühlen, dein Ex aber ein bisschen egoistisch ist und den Weg vom geringsten Widerstand gehen möchte. Und deswegen hat der Ex dann eben nicht automatisch abgeschlossen, nur weil er oder sie jetzt in einer neuen Beziehung ist, was eben schon oft vorkommt nach Trennungen. Diese neue Bekanntschaft ist eher sowas wie eine willkommene Ablenkung. Du hast jetzt vorhin im Video schon erfahren, dass dein oder deine Ex, wenn, dann nur mit der vergangenen Beziehung abgeschlossen hat und das durchaus auch so seine Vorteile haben kann. Das ist mal ein guter Anfang, auf dem wir hier sind. Aber deswegen allein wird dein oder deine Ex nicht wieder in eine neue Beziehung mit dir kommen wollen. Ganz einfach deswegen, weil der Ex gerade keine potenzielle Zukunft mit dir sehen kann, weil er die Umstände ja nur auf der jetzigen Basis beurteilt. Und wenn der Ex die derzeitigen Umstände hernimmt, also die vergangene Beziehung, die ja gescheitert ist, dann wird er oder sie für sich feststellen, naja, eine zweite Beziehung wird auch eher scheitern. Wenn sich jedoch die Umstände ändern, indem du beispielsweise die Trennungsgründe eliminierst oder zu einer magisch anziehenden Person wirst, natürlich wird dein oder deine Ex die künftigen Chancen mit einer Beziehung mit dir ein bisschen anders beurteilen. Das ist so ähnlich wie beim Tanzen.
Wenn da ein Tanzpartner sich so einen neuen Schritt zurechtlegt, dann ändert das natürlich in der Regel auch den gesamten Tanz von euch beiden. Und dann wird aus diesem Gezerre und Gezupfe, das da gerade war, vielleicht wirklich wieder eine romantische und sinnliche Gemeinsamkeit werden können. Und genau das ist ja auch diese eine Sache beim Ex-Zurückgewinnen. Letzten Endes geht es ja darum, dass du die Umstände wieder zu deinen Gunsten veränderst. Weil Meinungen, Einstellungen und Gefühle sind nicht statisch, sondern ändern sich abhängig davon, wo man gerade im Leben ist und was gerade passiert, wie man das eigene Leben so angeht. Nehmen wir mal den Anfang von eurer Beziehung her. Da hat dein oder deine Ex ja auch gesagt, dass er oder sie mit dir zusammen sein will. Der Ex hat sich aus ganzem Herzen wahrscheinlich für dich entschieden und für eure Gemeinsamkeit. Diese Entscheidung, die galt dann für einen gewissen Zeitraum bis jetzt zur Trennung. Und jetzt meint dein oder deine Ex die Trennung aber genauso ernst. Er meint es also genauso ernst, wenn er jetzt sagt, dass er jetzt abgeschlossen hat. Es geht also tatsächlich ums Jetzt gerade. Dein oder deine Ex beurteilt die Zukunft auf der Basis von der jetzigen Situation. Was in einem Monat, in einem Jahr ist, das kann man ja nicht wissen. Also was macht man dann deswegen? Man beurteilt die Situation mit den Erfahrungen vom gegenwärtigen Moment, die man mit dem Menschen so hat. Dein oder deine Ex, der trennt sich ja wegen der derzeitigen Situation, wegen dem, was jetzt gerade läuft. Und wenn sich diese Umstände aber ändern, dann wird für den Ex eine zweite Beziehung wieder möglicher werden, wieder offener werden. Denkst du mal so, wenn die Trennungsgründe nicht mehr bestehen würden und du magisch anziehend sein würdest, natürlich wird der Ex dann die Trennung in Frage stellen. Und zwar unabhängig davon, dass er oder sie mal gesagt hat, dass er endgültig abgeschlossen hat. Ich möchte es also nochmal zusammenfassen. Wenn es wirklich so sein sollte, dass der Ex abgeschlossen hat mit der vergangenen Beziehung, sei es, weil da zum Beispiel schon eine neue Beziehung gerade passiert, oder auch, wenn er gesagt hat, dass ihr nicht mehr zusammenkommt, dann ist das ein Urteil auf der Basis von den jetzigen Umständen. Und wenn du diese Umstände änderst, dir neue Tanzschritte zulegst, dann kann das eine Chance sein für einen Neuanfang, wo dann nachher die Beziehung auch wirklich harmonischer und glücklicher verläuft. Eben gerade deswegen, weil man aus den Fehlern gelernt hat und das jetzt bewusst anders macht. Und wie du dir neue Tanzschritte zulegen kannst und deinen oder deine Ex zurückgewinnen kannst, darum geht's ganz ausführlich in Stefans Ex-Zurück-Crashkurs. Der Link dazu, der taucht gerade neben mir auf. Zusätzlich findest du neben mir auch noch ein weiteres Video, von dem bin ich mir ziemlich sicher, dass es dir in deiner jetzigen Situation auch helfen kann. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis gleich im nächsten Video.